Bernd Strombergs Todesliste. Also, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich wollte Ihre volle Aufmerksamkeit. Denn natürlich ist im Büro nicht nur eitel Sonnenschein und Feierei. Ich habe hier im Folgenden mal ein paar Begriffe aufgelistet, bei denen Sie so hellhörig werden sollten, als wenn Ihre Frau nach 20 Jahren Ehe plötzlich sagt, ich liebe dich. Da ist ja auch äußerste Vorsicht geboten. Entweder wird es gleich richtig teuer oder sie hat Scheiße gebaut. So etwa ist auch im Büro, wenn Ihnen einer der folgenden Begriffe über den Weg läuft. Unternehmensberater. Wenn Tauben die Ratten der Lüfte sind, dann sind Unternehmensberater die Ratten des Büros. Ja, von denen kommt nie was Gutes. Also meist nur Vorschläge, wie alles anders werden soll. Überhaupt misstraue ich allem, wo hinten Berater dranhängt. Steuerberater oder Eheberater. Oh Gott, die Biggie, die hat mich ja mal zu sowas geschleppt. Ne? Da hieß es, glaube ich, ich würde nicht richtig zuhören oder irgendwie sowas. So genau habe ich damals nicht aufgepasst, weil ich wollte ja eh weg von der Alten. Aber die Schlipsträger, die ein Unternehmen beraten, wollen ja in der Regel die Effektivität verbessern. Das ist am Ende nur Fachchinesisch für, ihr müsst alle mehr reinklotzen. Elternzeit. Das ist auch eine ganz feine Sache. Leute, die Private ihrer Freizeit Belagen in die Welt setzen, wollen, dass die Firma das ausbadet. Ja, demnächst überfalle ich eine Bank und schicke dann einen von meinen Leuten in den Knast. Ja. Ist auch eine ganz feine Sache. Leute, die Private in ihren Freizeit Belagen in die Welt setzen, wollen, dass die Firma das ausbadet. Ja, demnächst überfalle ich eine Bank und schicke dann einen von meinen Leuten in den Knast. Sie waren es vom Gesetzgeber abgesegnet und sogar erwünscht. Aber der Gesetzgeber, der will ja auch Dosenpfand, Fernsehgebühren oder Kirchensteuer. Der Gesetzgeber ist ein Vollpfosten. Kompetenz. Ja, Modeerscheinung wie Mini-Pli. Wollte auch eine Zeit lang jeder haben, heute ist es allen peinlich. Ich weiß jetzt schon, wie sich in ein paar Jahren alle dafür entschuldigen werden, dass sie jetzt so drauf rumhacken, man soll gefälligst Ahnung haben. Das ist wie beim Sex. Dann habe ich ein bisschen gespritzt bei Sex. Ich mache den Satz noch. Ich mache ohne Spritzen. Das ist wie beim Sex. Das ist immer ohne Spritzen. Auf jeden echten Orgasmus kommen locker 3 Vorgetäuschte. Schadet das? Nee. Und so ist es bei Ahnung auch. Auf jeden Fall, wo ich Bescheid weiß, kommen locker 3 Fälle, wo ich Ahnung nur vortäusche. IT. Das ist okay, wenn ich jetzt erstmal Deutsch antease. Ja, genau. Weil. Versprech dich da ruhig und dann lassen wir den Versprecher drin. Genau, ja, natürlich. Weil ihm nicht klar ist, dass das Englisch abgesagt ist. IT. Ne? Abkürzung für Idiotentruppe. Leute, die mit Frauen nichts gebacken kriegen, interessieren sich für Computer. So sieht's aus. Ja, komm, jetzt Outlook, ne? Excel, Intranet, ist ja alles gut und schön. Aber das wichtigste technische Hilfsmittel im Büro ist immer noch der gute alte Flurfunk. Wer mit wem, wann kommt was, wo wird's wichtig und so weiter. Das war 10-mal nützlicher als PowerPoint. Das ist ja auch der tiefere Sinn von Betriebsfeiern. Am Ende Material zu haben gegen die Arschlöcher aus den anderen Abteilungen. Und wenn es dann heißt, Herr Stromberg, wo bleiben die Quartalszahlen? Dann kann ich immer sagen, ich weiß, mit wem Sie beim letzten Sommerfest in der Erdbeerbohle versunken sind, Herr. Ne? Sehr schön, Christoph, das war's. Das reicht aber auch. Stromberg. Also so heißt das Hörbuch und so sieht es auch aus. Und so sieht der Regisseur aus, der das Ganze inszeniert hat. So sieht der Strumberg ohne Maske aus. Dings aus. Mhm. Genau. Ungeschminkt, so kaum zu ertragen. Ja, deshalb mache ich auch viel Hörfunk.